Ihr seid jetzt, wie lange benannt als K11? K11 gibt es jetzt schon sehr lang. In dieser Besetzung allerdings sind wir jetzt 1,5 Jahre zusammen. Und ja, genau. Und ihr komponiert eure Lieder selbst? So ist es, genau. Es sind alles Eigenkompositionen. Und heute eben, wir haben das traditionelle Open Air in Grünbach. Und da machen wir immer so zwischendurch ein paar Covers zum Anheizen, aber prinzipiell spielen wir alles Eigenkompositionen. In welche Richtung oder wie würdest du die Musik von K11 beschreiben, wenn es jemand nicht kennt? Ganz einfach Rockmusik. Ich würde da gar nicht viel herumreden. Rockmusik von Balladen bis wo es richtig hochgeht und ja. Ich bin der Kleinste da. Wie groß sind deine Bandmitglieder? Puh, keine Ahnung, ich habe es noch nicht angemessen. Aber ich muss mich immer anstrengen mit dem Springer, dass ich da irgendwie zubekomme. Ja. Denk mal. Du bist da. Bernhard. Du bist da. Ivan. Du bist weit weg. Ja. Ich bin der Max. Der Max, wunderbar. Genau. Vier junge Männer zwischen, wie alt seid ihr alle? Wir sind alle so zwischen 20 und 25. Ihr wart jetzt im Radio. Genau, richtig. Ja, bei Radio Arabella waren wir zu Gast. Wie geht's jetzt weiter? Ja, wir hoffen natürlich, dass wir ein paar andere Radiosender eingeladen werden, dass wir die Möglichkeit haben, dort eben Nummern vorzuspielen und ja, somit Leute auf uns aufmerksam zu machen. Lebt ihr von der Musik oder macht ihr was anderes auch im Brotberuf? Nein, wir haben alle einen Job. Also vom Leben geht es sich leider noch nicht aus zum Leben. Es gab jetzt einen Bandwettbewerb in Ternitz, laut. Macht ihr da mit? Weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt, weil ich habe mich da noch nicht erkundigt, wann das ist genau, wie was waren. Aber müssen wir sie zusammenrennen. Danke schön!